5, 4, 3, 2, 1, los! Volksfeststimmung in Kolbitz. Zum dritten Mal findet er statt, der Little Monster Lauf, und in diesem Jahr zum ersten Mal nicht nur für Kinder, sondern am Freitagabend auch für Erwachsene, die es sich nicht nehmen lassen wollen, einmal auszuprobieren, wie weit sie die Leistungsfähigkeit der Teammitglieder nach oben schieben können. Die Teams heißen Thekenproleten, die Fantastischen Fünf oder Anke und die Ritter der Tafelrunde, und sie sind gut vorbereitet und sie können es kaum erwarten. Beide wollt jetzt mitlaufen, was habt ihr denn vor? Zu gewinnen. Das wird nicht einfach. Ich habe die Strecke gerade abgefahren, mein lieber Scholli. Ich bin trainiert. Ich habe genau vor einer Stunde Bescheid gekriegt, dass ich hier mitlaufe. Ja, wir machen ein bisschen Bootcamp, wir haben ein bisschen Sport, hier, Freizeitsport. Und ansonsten möchten wir heute einfach nur Spaß. Ich möchte laufen. Ich kann es zwar nicht, aber ich probiere es mal. Hast du ansatzweise eine Vorstellung, was dir bevorsteht? Nee, eigentlich nicht. Und ich habe schon Albträume gehabt. Laufen und Klettern und Matsch? Damit wird sie wohl recht haben, denn die Strecke für Erwachsene ist nicht einfach. Entstanden ist die Idee im Kreis der Monsterhöhle, einem Fitnessstudio in Kolbitz. Um zu beweisen, dass die Kinder hier keine Stubenhocker und Digital-Junkies sind, wurde der Little Monster-Lauf ins Leben gerufen. Angefangen hatte man vor 3 Jahren mit 56 Kindern. Jetzt sind es bei den Kindern über 50 Mannschaften, eingeteilt in 2 Gruppen. Unter 7 und über 7 Jahre und dazu die 27 Mannschaften der Erwachsenen. Zu jeder Mannschaft gehören 5 Mitglieder. Das Wichtigste ist, dass im Team gearbeitet wird, denn die Hindernisse sind so aufgebaut, dass man sie nur mit gegenseitiger Unterstützung überwinden kann, und gewertet wird am Ende die Zeit des Letzten oder der Letzten. Das gilt nur für die Großen, für die Kinder gilt es, die Strecke zu schaffen und gemeinsam am Ende den Erfolg zu genießen und die Medaille mit Stolz zu tragen. Die Strecke für Erwachsene geht über 9 Kilometer, und im Lauf des Weges, der zum Teil durch Deutschlands größten Lindenwald führt, sind über 30 Hindernisse aufgebaut, die, sehen Sie selber, nicht so ganz ohne sind. Die Strecke für die Little Monster bleibt im Wesentlichen auf dem Kolbitzer Reitplatz und dem Areal daneben, aber auch hier sind die Hindernisse nicht einfach zu überwinden und erfordern neben sportlicher Kraft auch Mut und Selbstvertrauen. Wenn man sich den Aufwand ansieht, mit dem diese Großveranstaltung hier vorbereitet und durchgeführt wird, dann kann man nur staunen, wie es gelungen ist, die Vielzahl der großen und kleinen Details vorzubereiten und auch auszuführen. So etwas gelingt nur, wenn, so wie hier, Freunde, Familie, Kollegen zusammenhalten und der Funke der Begeisterung dann auch auf Unternehmen und Unterstützer überspringt, die ihrerseits mit Rat, Tat und großzügiger Finanzierung diesen Sportspaß fördern. Und dazu gehört auch das Verständnis zum Beispiel der zuständigen Forstverwaltung, der Bundeswehr vom nahegelegenen Truppenübungsplatz und der Gremien aus der Gemeinde,
Alle haben ihren Teil zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen. Hier ein Beispiel dafür, wie das pädagogische Konzept von Teamarbeit in der Praxis aufgeht und durch die Kinder auch umgesetzt wird. Es geht über den schmalen Balken. Wer nicht aufpasst, landet im Matsch. Schnell ist erkannt, dass die Nächste Angst hat. Also zurück, die Hand reichen und das Hindernis bewältigen. Also, vorne ist dein Team, nicht hinten. Jetzt kannst du. Auch der Nächste zögert. Also wieder gemeinsam noch einmal zurück und so schafft man auch die größte Herausforderung. Besser kann man das nicht lernen. Die Vielzahl der Hindernisse und Aufgaben hat allen Beteiligten auch das Letzte abgefordert und am Ende sind sie froh, sich der Herausforderung gestellt zu haben und dreckig und glücklich im Ziel zu sein. Prima, Leute! Dich ziert der Dreck des Erfolgs. Ich hoffe es doch. Wie war es jetzt für dich? Sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ja? Soll ich ins Fernsehen gehen, oder Viktoria? Interviewpartner Nummer 1. Du hast Geburtstag? Ich hatte. Gratulation. Danke sehr. Es war sehr schön und richtig coole Hindernisse. Ich bin so erstaunt, was die Jungs hier alles aufstellen. Ja, ich bin auch erstaunt. Die mussten mir über jeden Hindernis helfen. Nicht über jedes Hindernis. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Das hat Anke sehr gut gemacht. Ja. Zum Schluss noch die Gewinner des Monsterlaufs. Dritte sind die Gala Warriors mit einer Zeit von 1:28.04. Zweite die Vorstadtkrokodile, ihre Zeit 1:25.20. Und die Thekenproleten haben die Strecke in der sehr guten Zeit von 1:13:07 bewältigt und sind damit verdienter Sieger des Jahres 2023. Während die Gewinner ihren Erfolg genießen, gehen andere in sich, denn nächstes Jahr ist sicher wieder ein Monsterlauf in Kolbitz.